Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf heute den silbernen Gewinner des Igos Award 2010 hier auf der Hannover Messe präsentieren. Es ist eine Firma, und zwar ist es die Firma National Mineral Development aus Hyderabad in Indien. Wir haben uns für diese sehr beachtliche Leistung entschieden. Es handelt sich hier um einen Schaufellader, wo die Energiezuführung über eine, also 180 Grad beweglich über die Elektrokabel zugeführt werden muss. Und die Stahlkette hatte nach relativ kurzem Einsatz bereits den Dienst versagt. Und der Hersteller hatte sich recht mutig für das Kunststoffelement, für die Kunststoffkette von Igos entschieden. Ein weiterer großer Vorteil ist die ca. 50%ige Gewichtsreduktion. Also die Kette wiegt nur noch die Hälfte, wie die Stahlkette, ist wesentlich verschleißärmer und somit hilft es, über die Nutzungsphase auch den Carbon Footprint in Summe zu verringern, weil letztendlich weniger Gewicht durch die Gegend hin und her geschoben werden muss. Also die Jury war sich da einstimmig sicher, dass dieser Preis an diese Firma geht. Zum Preisgeld vielleicht, das würden Sie noch sagen, Herr Nehring. Also wir haben auch für den zweiten Platz einen Scheck in Höhe von 2500 Euro. Der Preisträger hat sich erbeten, dass wir diesen Scheck in der Höhe einer Charity-Organisation zukommen lassen, der sich in irgendeiner Weise um Indien bemüht, und das werden wir natürlich gerne machen.